Guten Tag, herzlich willkommen. Moin Moin, Wild West Zeit hier mal wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten und natürlich auch danke für den Livestream. Seid gegrüßt, dass ihr immer noch da ist, an dem Lurk. So, wir wollen heute definitiv jetzt die letzten Bäume von Feld 12 hier wegfräsen und dann mal gucken, was nebenan das Feld nochmal kostet. Vielleicht kriegt man es ja schon fast hin, ne? Dann haben wir oben noch Feld 28 angenommen. Dafür müssen wir nur einmal schnell die Mähdrescher klar machen und dann wollen wir da noch ein bisschen Gerste ernten. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nach Abschluss der einen Dash-Mission gleich noch eine große Grubber-Mission reinkommt. Die würde ich natürlich auch gerne machen, dann aber nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Grubbern. Muss ich mal gucken. So der Plan erstmal für heute. Dann müsste eigentlich auch das eigene Feld gepflügt sein. Feld 8. Hier das Feld können wir noch nicht vergrößern, das machen wir logischerweise erst nach der Ernte. Das ist jetzt alles nur Vorarbeit. Vor allem Wahnsinn, wie viel Hackschnitzel wir auf Lager haben, was da an Geld zusammenkommt. Bestpreisen natürlich nur, ne? Ich meine, jetzt ist es auch Geld wert, aber schon ein Unterschied, ob man es zu Bestpreisen verkauft oder jetzt. Also lieber noch ein bisschen warten. Und wir werden dann, mein Gut, wir haben jetzt 3, 4. Da könnte man ein LKW, also der rote, ne? Mit dem roten und 3 Träger mit Anhänger könnten später sich im Winter darum kümmern, die Hackschnitzel zu verkaufen. So, ich muss mir dann bald irgendwann Gedanken machen, was will ich denn eigentlich auf die Felder wieder neu anpflanzen. Vorne sieht man schon den anderen Trecker, ne? So nah dran sind wir. Dann können wir mal gucken, wie viele Bäume heute schon wieder auf der Map gegangen sind. Gegangen worden sind. Das sind aber nur noch, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so. Leider hast du nur noch große Bäume. Das heißt, auch 8 Bäume sind jetzt nicht in einem Rutsch zu kriegen, aber in 2, ne? Der steht auf der falschen Seite der Macht. Der steht auf der richtigen Seite. Deswegen Bäume wegfräsen. War mal die Daniel. Also nicht mich, den anderen da. Ja, ein Baumphobie hat. Nicht die ganz großen, ne? Das sind die mittleren. Ja, die 8-prozentigen. Das ist auch ein 8-prozentiger. Ja, dann können wir noch drei große Tannen, die jeweils 23, 24 bringen. Oh, haben wir es gleich echt geschafft. Reicht dann ja auch erstmal wieder. Danach kümmern wir uns um den Drescher, ne? Genau, so machen wir das. Wir machen jetzt erstmal die eine Aufgabe hier zu Ende. Eins zur Zeit. Steht ein bisschen weiter weg. Und jetzt ja nichts. Gucken wir in der Zwischenzeit schon mal beim Runterfahren, wie teuer da drüben das Feld wäre, ne?
Oh, doch 972. Ich dachte, das waren irgendwas mit knapp 700. Günther, Mohlberg, was ist da los? Wieso ist dein kleines Rapsfeld so teuer? Ich glaube, wir dürfen mittlerweile so viel Kredit nehmen, dass wir uns das... Oh, warte, wir sind bei den Bäumen gleich. Dass wir uns das kaufen können. Ditsch. War auch gegen Bäume, aber Bäume verschwinden, nachdem ich reingefahren bin. Und praktisch. Wenn nicht, dass zu viel Abwechslung jetzt reinkommt, ne? Dann lieber gleich das nächste Feld kaufen, Bäume wegfräsen. Auf dem Feld muss man ja auch nochmal Proben kaufen. Und das war's, ne? Das war's. Heute wieder 139 Bäume weghauen. In 2 Stunden. Plus noch ein paar andere arbeiten. Gut. So, die Mähdrescher müssten langsam da sein, damit die dann wieder zum nächsten Feld können. Zumindest einer ist da. Dann sind die anderen irgendwo hängen geblieben, weil sonst hätten die auch schon da sein müssen eigentlich. Immer tanken. So, hab ja auch was hier, Wassermelock geholt da. So, auch mal was trinken, ne? Das ist trotzdem noch durchsichtig. Vierhundert Liter noch. Na, bald müsste der Schnee bei uns ankommen hier, theoretisch. Es soll auch noch bis Mitte nächster Woche bei uns kalt bleiben, also frostig. Bis zu minus 9 Grad sollen wir sogar anfangen, okay. Das ist recht frostig. Also Probleme mit Feuerwehrpack, was denn? Eigentlich schon. Ja, ein bisschen albern von hier jetzt rumzufahren, würde ich eh nicht schaffen, also nochmal eine kleine Ehrenrunde drehen. Vor die Karte abchecken, wo 28 ist. Da unten. Also rechts, rechts rum. Stau. Aber ganz gut, dann fahren die dann erstmal nicht zurück. Ach, perfekt. Die Fräsflotte. Nicht besonders viel abgekippt hier scheinbar aus unserer Anhängergeschichte. Aber ein gut paar, ne? Und eine Momentaufnahme, dass sie erstmal fertig sind. Das nächste Feld kommt bestimmt.
Aber man kann sich so einen Trigger platzieren, dann kann man selber Missionen auslösen. Aber irgendwie sollen auch, spielst du Singleplay oder spielst du auf dem Server oder wie machst du es? Multiplay. Ja, vielleicht diesen Trigger zum Selbstauslösen dann einfach platzieren. Wenn man Lust dazu hat, kann man mal eine machen. Gerade erst hier mit reingenommen. Und hast du so ein Feuerwehrauto? Das hast du wahrscheinlich, ne? Das, man braucht doch irgendwie das Feuerwehrauto aus der Mission, ne? Den, wie auch immer, Abkürzung ich wahrscheinlich wieder nicht kenne. Fahrzeug. Ach, die Brux. Die Brux will so nicht abkippen, wa? Millionen. Das können wir auf der Marsch auch gut gebrauchen, aber auf jeden Fall für die Zellstoffproduktion länger Ruhe, ne? Ich weiß, achso, warte, weiß ich nicht. Ob die dann nicht richtig triggern, wenn sie nur gemietet sind, das weiß ich aber nicht, ob das einen Unterschied macht. Name, moin. Ja, bis reinschalten. So ein bisschen XXL Farming hier. Im Wilden Westen. So richtig wild ist er nicht, aber im Westen. Oder amerikanische Karte mit großen Feldern. So, da war auch noch ein bisschen was drin, ne? Der zweite Anhänger ist immer praktisch der dritte da oben, weil dazwischen ist noch, hängt noch Dolly, ne? Vielen, vielen Dank für den Prime im 5. Danke dir für deinen Support. Und da lassen wir Shelly eine Runde Stroh werfen. Vielen herzlichen Dank. Fellner. 28. Wohin mit dem Roggen? Will auch das Hotel unseren Roggen haben? Glaub nicht, oder? Leo Mai Moko. Wild West Warehouse. Wild West Warehouse. Warehouse. Wer ist das? Welcher ist der Wild West Warehouse? West Warehouse Market. Ich kenne nur den Harbor. Kaufzentrum. Hektar Wald. Aber ich habe den ja nicht angelegt, oder? Ach so, ist das wegen diesem Bestpreis? Ist das da reingerutscht? Weil ich irgendwie zwischendurch auf Bestpreisverkauf hatte. Immer komisch, oder? Irgendwas stimmt doch mit diesem Bestpreisverkauf da nicht.
hier fahren wir auch nochmal zum Hofsilo. Da haben wir auch noch ein ganz bisschen Roggen über. Roggen zum Hofsilo. Das, der rote stand auch noch irgendwo. Ja, über Umwege sind sie dann doch irgendwie angekommen. Der Träger. Ich muss sagen, wie hört sich der Mähdrescher komisch an? Einmal tanken. Vor den Träger drängeln hier. Ich muss auch trotzdem die breiten Reifen beachten. Wieso fährt der Mähdrescher jetzt woanders hin? Da kann doch mal zu warten. Auch. So, kann man abhauen. Blockiert hier ein bisschen ungünstig unsere Einfahrt. Wieder alles safe. Ja, man ist dann schon noch ein bisschen groggy am nächsten Tag, ne? Aber es ist wahrscheinlich besser, als irgendwie so komplett zwischen dem Rhythmus zu schlafen. Und in der Jugend geht es ja auch noch leichter, ne? In der Jugend kann man ja gleich nochmal eine Nacht durchmachen. Also lange werden wir heute nicht zocken denn noch, ne? Aber ein bisschen können wir gut weiterspielen noch. In Lego Fortnite. Hier muss das Haus noch ein bisschen gebaut werden. Und vor allem müssen wir auf Erkundungstour gehen, uns gut ausrüsten. Und die Gegend weiter erkunden. Damit wir mal eine Wüste finden. X9 ist full. Full auf Diesel. X20 ist ja auch nicht besonders groß, das müsste ziemlich schnell zu ernten sein. Also mit 3 Mähdreschern. Nah am Wasser gelegen hier. Nicht ganz ungefährlich. Das passt ja, ne?
Ja, Wunder, die Tasten. Die gingen noch. Ja, auch nicht. Ich wollte sagen, warum die Taste vorhin nicht ging wegen Numblock, aber. Geht jetzt. Jetzt ging es ja gerade. So, erster Wegpunkt links 1. Viel Spaß. Beide Mitarbeiter hat leichte Probleme durchzukommen. Der Herr hat es geschafft. Ja, wenn er die Treppe eingefahren hat. Können wir mal rauskopieren. Und Mitte sagen. Und einer geht noch. Erstmal kurz rausschmeißen. Dann den nehmen. Erster Wegpunkt. Ups. Müssen wir erklären, aber bis zu dem roten LKW vorkommen. Wir können nämlich gut noch hier mit als Abfahrer gebrauchen. Der Flug ist fertig. Unser eigenes Feld ist gut vorbereitet. So, einen zweiten brauchen wir auf jeden Fall noch für das Feld. Oben kommt Feld Nummer 28 rein. Und da dieser Warehouse Market. Ja, moin. Danke fürs Reinhalten. Also schon wieder am Ende der Folge gerade. War ganz so komisch, war aber stimmt. Ja, schon wieder soweit. Na ja, gut. Aber ist auch gut. Wir haben auf jeden Fall geschafft, dass die drei Drescher da schon mal aktiv sind. Ne? Und wir haben die Fräsen alle wieder glatt. Müssen wir mal gucken. Das komische Krams. Er macht gerade diese leere, also eine sinnlose Leerfahrt mit. Wie er manchmal so vorkommt. Das spricht, er hat gerade wahrscheinlich den Rest gemacht von der ersten Bahn. Und will jetzt wieder hochfahren und dann mit der zweiten weitermachen. Ne? Das ist natürlich blöd. Na gut, machen wir da. Ja, wohl, nee, ich muss die 4 jetzt noch kurz stoppen. Also hier wieder nochmal neu starten. Den erstmal rausnehmen. Also dafür vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.